auch von mir. Hallo, hier ist Peter für taptech.de und wir gucken uns jetzt hier das neue Acer Inspire P3 an. Ein richtig günstiges 11,6 Zoll Windows 8 Tablet mit einem Intel i3 oder i5. Preislich beginnt es bei 599 Euro und soll dann mit 2 GB RAM und 60 GB internem Speicher kommen. Es gibt auch noch eine Intel i5 Version mit 120 GB und ja, dann vermutlich auch mehr RAM, wobei es nur in den USA vorerst mit 4 GB RAM kommen soll, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe. Wir haben hier ein 11,6 Zoll großes HD-Display, sprich 1366x768 Pixel, eine 5-Megapixel-Kamera auf der Rückseite. Ist im Grunde ein Acer Iconia W700, nur mit abgespeckten Spezifikationen. Wir haben hier eine 5-Megapixel-Kamera an der Seite. Die ganzen normalen Anschlüsse, wie wir die schon von dem anderen Tablet kennen, mit einem vollwertigen USB 3.0-Anschluss, Micro-USB und hier ist, hier ist der Power-Anschluss. Ansonsten haben wir an der Unterseite die Lautsprecher und ein Body aus Aluminium, was sich richtig hochwertig anfühlt. Ansonsten haben wir hier an der rechten Seite nur den Kopfhöreranschluss, einen Ausschalter, Lautstärkewippe und an der Oberseite nur die zwei Lüfter, die wir schon kennen. Ja, verfügbar sein soll es jetzt direkt. Wir haben es bisher noch in keinen Preissuchmaschinen gefunden, dürfte dann halt kurz nach der Präsentation folgen. Ansonsten haben wir hier ein vollwertiges Betriebssystem, wie wir das kennen, und zusätzlich auch noch ein passendes Tastaturdock per Bluetooth angeschlossen, und da können wir das Tablet dann reinstellen und haben halt eine normale vollwertige Tastatur mit einem Makro. Ja, das ist vorerst das Acer Inspire P3. Ich bin Peter für taptech.de. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.